Markus 16 ist das letzte Kapitel des Markus-Evangeliums. Hier wird nochmal berichtet, dass Jesus wieder lebt und auferstanden ist. Und es endet damit, dass die Jünger in die ganze Welt hinausgesandt werden und von dieser wunderbaren Botschaft des Todes und der Auferstehung Jesu weitererzählen. Diese Geschichte habe ich wieder als Bibelcartoon-Version für euch. Und sie setzt sich wieder aus Geschichten aus anderen Evangelien zusätzlich mit zusammen. Ich habe das jetzt extra nicht gekürzt, denn in Markus wird sie eher etwas knapper beschrieben, aber ich möchte die anderen Geschichten, die wir aus anderen Evangelien kennen, trotzdem jetzt gern mit drin lassen, dass wir ein größeres Bild einfach von dieser Auferstehungsgeschichte haben. Am Sonntag ging Maria Magdalena zusammen mit zwei anderen Frauen zum Grab Jesu. Sie wollten Jesus mit Öl salben, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Auf dem Weg überlegten sie bereits, wie sie wohl den schweren Stein, der das Grab verschloss, wegbekommen würden und ob die Wachen noch da sind. Als sie am Grab ankamen, war der Stein jedoch zur Seite gerollt und auch die Wachen waren verschwunden. Sie gingen hinein und fanden nur ein paar Leichentücher an der Stelle, an der Jesus gelegen hatte. Dann sahen sie einen Engel, der ihnen mitteilte: Habt keine Angst, Jesus, den ihr sucht, ist nicht mehr hier. Er ist wieder lebendig geworden. Sofort liefen die Frauen voller Freude zu den anderen Jüngern und berichteten ihnen, was geschehen war. Die anderen wollten ihnen nicht glauben. Petrus sprang sofort auf und rannte zum Grab. Auch er fand es vor wie die Frauen zuvor. Nachdenklich ging er wieder weg und überlegte, was wohl geschehen war. Am gleichen Tag waren zwei der Freunde von Jesus zu Fuß unterwegs. Sie hatten Jerusalem bereits verlassen. Als sie gerade in einer angeregten Unterhaltung waren, kam Jesus zu ihnen und klinkte sich ein. Sie erkannten ihn aber nicht. Er fragte sie, worüber sie reden. Und sie erzählten ihm alles, was mit ihrem Freund Jesus geschehen war. Und er erklärte ihnen, warum dies geschehen musste. Sie merkten immer noch nicht, dass es Jesus war, mit dem sie sich unterhielten. Am Abend luden sie ihn ein, mit ihnen zu Abend zu essen. Als Jesus das Brot zerbrach und ihnen gab, merkten sie auf einmal, dass es Jesus war. In diesem Moment war er aber auf einmal plötzlich verschwunden. Ein paar Tage später waren die Jünger in einem geschlossenen Raum zusammen. Einigen war Jesus nach seinem Tod schon begegnet und sie berichteten den anderen freudig: Er lebt wieder! Er ist auferstanden! Thomas konnte es nicht glauben. Ich muss erst die Wunden von der Kreuzigung in seinen Händen fühlen, bevor ich glauben kann, dass das alles wahr ist. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen und begrüßte sie herzlich. Thomas zeigte er seine Wunden an den Händen und ermutigte ihn: Du glaubst jetzt, weil du siehst, dass das alles wahr ist, was über mich gesagt wurde. Glücklich sind diejenigen, die glauben, ohne zu sehen. Dann aßen sie gemeinsam und waren überglücklich, Jesus wieder zu haben. Jesus verbrachte noch einige Zeit mit seinen Freunden, den Jüngern, nachdem er vom Tod zurückgekommen war. Eines Tages versammelte er sie alle auf einem Hügel. Es war für ihn die Zeit gekommen, die Erde zu verlassen. So gab er seinen Jüngern diese Worte mit auf den Weg: Mir ist alle Macht und Autorität auf der ganzen Welt und auch im Himmel gegeben. Deswegen schicke ich euch zu allen Nationen. Ihr sollt auch sie zu meinen Jüngern machen. Tauft sie als Zeichen, dass sie zu mir gehören, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Bringt ihnen alles bei, was ich euch beigebracht habe. Ihr könnt euch ganz sicher sein, dass ich immer bei euch sein werde, egal wo ihr seid und bis die Welt zu Ende geht. Danach wurde er vom Nebel umhüllt und verschwand.